Das ist die Quennox Universalklemme mit 5,5 Zoll Spigott, Spigottaufnahme und einstellbarer Klemmbacke. Die schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Detail an. Die beiden Klemmbacken haben auf der Innenseite Gummierungen. Ich versuche die jetzt mal hier so ein bisschen aufzumachen. Die ist echt wirklich heftig, also auch anhand der Feder, die man hier hinten sehen kann. Die sind aus Gummi gearbeitet, damit das Ganze halt eben auch dann, wenn man es an der Tischkante festmacht, hier zum Beispiel keine bösen Kratzer hinterlässt. Und auf der Unterseite bzw. auf einer Seite dieser Klemmbacken haben wir dann hier noch so ein kleines, ja, so eine kleine Vertiefung, wie man das sehen kann. Da kann man auf den beiden verfügten Adapter mit festschrauben in dieser Schraube selbst, setzt das Ganze dann da ein, macht das Ganze dann hier fest und obendrauf haben wir dann eine Viertel Zoll Schraube, wo man dann dementsprechend auch wieder Equipment drauf machen kann. Meinetwegen sogar noch einen Stativteller und einen Kugelkopf. Da sind dann in kreativen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die beiden Klemmbacken hier, also da wo auch die Gumminoppen sind, wo man praktisch dann alles festmacht, das ist ein gutes Muskeltraining, die kann man natürlich hier noch anhand dieser Schiene dann in der Breite verstellen. Das heißt, das Ganze geht dann vor 3 cm bis 6 cm. Das Ganze passiert hier unten mit dieser Schraube. Dafür muss man dann die Klemmbacke etwas aufmachen, dann geht es ein bisschen einfacher. Und dann kann man hier unten auch, wie man sieht, dann an dieser Schiene einfach die untere Klemmbacke aufmachen. Ja, ich gebe zu, das ist ein Produkt, was nicht ganz so filmfreundlich ist, weil es halt eben unheimlich Kraft braucht, um das Ganze hier dann mit einer Hand bedienen zu können. Aber so muss das ja auch sein. Die Sachen soll er dann auch dementsprechend halten. Ich zeige Ihnen das mal eben kurz ein Anwendungsbeispiel, wo man das dann auch drauf verwenden kann. Ich habe mir mal so als Beispiel einfach so ein kleines Stativ genommen, wo wir hier oben einen Spigottanschluss haben. Und an der Klemmbacke selbst, wo ich jetzt unten den mitgelieferten Adapter eingefügt habe, kann man natürlich das Ganze dann auch auf so einen Spigottanschluss dann oben einfach festmachen. Jetzt wird sich vielleicht auch bei dem einen oder anderen dann die Funktionsweise oder das Aha-Erlebnis einstellen, wo man das Ganze dann verwenden kann. Jetzt nicht unbedingt hier auf so einem kleinen Stativ, das ist halt eben auch nur so ein kleines Lampenstativ, nur als Muster gedacht, weil halt eben obendrauf der Spigottanschluss dann halt eben ist und es passt auf meinen Tisch. Das ist schon immer ganz praktisch. Jetzt können Sie halt eben hier oben dann dementsprechend einfach Sachen reinmachen. Das Ganze dient zum Beispiel auch als Halterung für Stoff, kann es auch verwendet werden. Also wenn Sie irgendwo etwas aufbauen müssen mit einer Stoffbahn im Hintergrund, um halt eben auch zum Beispiel jetzt irgendwie Licht ein bisschen diffuser durchkommen zu lassen oder halt eben auch einfach für ein Hintergrundsystem kurz vor Ort. Dafür ist diese Klemmbacke dann bestens geeignet. Zur Befestigung auf glatten Flächen, wie halt eben zum Beispiel auch diesem Tisch, empfiehlt es sich auch, dass man den Abstand hier möglichst gering hält, je natürlich nach der Tischstärke und Dicke, die man hier halt eben hat und man die Klemmbacke dann anbringen möchte. Und beziehungsweise eine Universalklemme, ich glaube, ich sage die ganze Zeit Klemmbacke, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn man das Ganze dann festmacht hier auf der glatten Unterfläche auch so, dann kann man auch wiederum hier oben dann mit dem mitgelieferten Adapter, der hier oben ist, mit dem Spigottanschluss, ein Viertel Zoll Gewinde oben drauf, das Ganze dann hier auf glatten Flächen einfach dann so befestigen. Und der hintere Spigottanschluss natürlich steht dann auch hier vollkommen zur freien Verfügung. Die Einsatzgebiete, wo man das Ganze halt eben auch so mit verwenden kann, ist halt eben Studio-like und natürlich halt eben auch das mobile unterwegs, wenn man halt eben jetzt nicht unbedingt irgendwie noch 3 Stative mitnehmen kann, wo man irgendwas dort befestigt, wenn man jetzt halt eben nur diesen Spigottanschluss hier oben braucht. Dafür ist das natürlich dann wirklich optimal. Am Ende nochmal eben hier unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung ist mir halt eben beim Angucken des Produktes aufgefallen. Wir haben also hier einmal die Möglichkeit, dass wir diese Schraube rechts und links hier oben anbringen können. Wenn Sie jetzt etwas haben, was nicht so wahnsinnig viel Gewicht hat, was hier auch befestigt werden soll, also sprich halt eben auf diesen mitgelieferten Spigottanschluss, dann kann man natürlich halt eben diese Bohrung, die hier ist, die mich zufälligerweise auch eine Viertelzollbohrung ist, mit einem entsprechenden Adaptergewinde dann hier einfach dann so verbinden. Das könnte ja zum Beispiel auch halt eben die Unterseite von einem Stativ sein. Und dann hätten Sie zumindest auch die Möglichkeit, wie gesagt, wenn das Equipment nicht ganz so schwer ist, was darin gemacht werden soll, die Möglichkeit, diese Klemme halt eben auch dann so zu benutzen, dass man hier oben etwas einfügen kann, was dann hier auf der anderen Seite unten dann auf einem Stativ oder einem Kugelkopf zum Beispiel befestigt wäre. Stichwort Kugelkopf ist natürlich auch noch kurz der Hinweis gegeben, die ist nicht ganz leicht, ne? Also da muss man halt eben auch schon ein bisschen was nehmen, was das Gewicht dann halt eben auch tragen kann. So, das war die Quennox Universalklemme mit 5/8 Zoll Spigottaufnahme und der einstellbaren Klemmbacke.